Meine Lieben, herzlich willkommen bei mir, eurer Kartenlegerin Simone. Und heute machen wir wieder einen kurzen Quickie hier, eine kurze Quickie Kartenlegung. <laughs> und zwar habe ich heute eine Seelenpartnerbotschaft für euch und wir legen mit den Karten, die Magie der Einhörner, das Orakel von Diana Cooper im Ansata Verlag erschienen, das Seelenpartner Orakel von Angela Hartfield und Josephine Wall. Hier, hier, hier. Ich habe wie gesagt auch unten alles aufgeschrieben. Äh, Aquamarin Verlag ist das Seelenpartner Orakel und von äh, Linda Giese im Akasha Verlag erschienen das Tarot der neuen Zeit. Da steht alles drauf. Wie gesagt auch alles unter dem Video ähm, aufgeschrieben. So. Wir gucken ganz schnell, wie es weitergeht, beziehungsweise was so los ist, was dein ähm, Gegenüber für eine Botschaft für dich hat. Du darfst hier sehr gerne auswählen. Einmal links, einmal rechts. Und ich nehme jetzt die linke Botschaft mit den drei Karten und wir schauen einmal. Oh, wow. Ihr habt ja wirklich. Oh, meine Lieben. Na, da ist aber eine sensationelle Botschaft, die jetzt auf dich zukommt. Das Ass der Stäbe. Das heißt, es kommt jetzt eine leidenschaftliche Situation auf dich zu. Dein Gegenüber möchte den nächsten Schritt gehen. Er wird sich bei dir melden und zwar mit einer sehr leidenschaftlichen Botschaft und möchte Nägel mit Köpfen machen. Denn schaut mal hier. Die wahre Liebe hast du gezogen für dein Gegenüber und dich. Die wahre Liebe, das ist eine Liebe, wie es sie nur ein einziges Mal gibt im Leben. Und das darfst du nicht vergessen, wenn es gerade schwierig ist mit deinem Gegenüber, seine Seele oder ihre Seele sagt dir, es ist die wahre Liebe. Du bist der Herzensmensch deines Gegenübers. Du bist die große Liebe, die Königin, die Göttin, auch wenn es gerade vielleicht nicht so aussieht. Vielleicht habt ihr Schwierigkeiten und geratet oft aneinander, ja. Das kann auch sein, dass ihr eine sehr, ähm, also eine sehr leidenschaftliche Beziehung habt, das ist klar. Aber dass es auch sehr feurig, also auch zugeht, ja, dass manchmal das eine Wort das andere gibt, ja, oder ihr euch gar nicht so gut manchmal versteht, weil die Gefühle so hoch kochen, ja, also dass ihr gar nicht so gut auf einer Ebene kommunizieren könnt, weil da so viel Leidenschaft ist, ja. Es kann sein, dass ähm, der Solarplexus ein bisschen blockiert ist bei deinem Gegenüber, dass er hier nicht so, also dass er sehr stark in seiner Männlichkeit ist, aber nicht gut ähm, ja also dass er nicht so richtig der Gentleman sein kann, weil er zu sehr im Ego ist. Ja, ähm, das kann wirklich gut möglich sein. Er bräuchte hier, also er hat sehr viel Feuer im Hintern. Ne? Also das muss man wirklich sagen. Da ist, da brennt die Leidenschaft zwischen euch, aber das ist manchmal zu viel und dann sind die Erwartungen so hoch. Genau, das ist es. Jetzt, äh, jetzt habe ich es ähm, herauskristallisiert. Die Erwartungen, wenn ihr euch trefft, sind die Erwartungen extrem hoch. Ja? Und dann kann es holprig werden, teilweise zwischen euch. Und wie gesagt, guckt es euch an. Hier, es ist aber die wahre Liebe zu sehen. Schaut. Das seid ihr. Ihr seid wirklich, das ist eine Jahrtausendliebe. Das gibt es nur ein einziges Mal. Und ähm, ja, damit kann er schwer umgehen, weil er das vielleicht auch nicht kennt, weil er nicht weiß, wie er damit umgehen soll oder er hat auch große Angst, euch zu verlieren. Ne? Deswegen kocht die Leidenschaft dann immer mal wieder hoch, weil es ihn dann überkommt. Ja, ähm, aber er möchte mit dir verbindlicher werden und die göttliche geistige Welt, die möchte hier auch eingreifen. Ja, da kommt eine Situation, eine geführte Situation, möchte auf euch zukommen. Ähm, ja, wo ihr euch verbinden könnt, auf Augenhöhe gehen könnt. Und dafür braucht ihr wirklich eine, also eure, eure ähm, ja, wie soll ich sagen, da braucht ihr eigentlich eine innere Führung, damit ihr von Herz zu Herz wirklich kommunizieren könnt. Und nicht nur von Ego zu Herz oder von Ego zu Ego. Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Das bringt nämlich sonst gar nichts, meine Lieben. Wirklich nichts. Da bleibt ihr stehen, stecken oder entwickelt euch zurück. Da möchte jetzt wirklich Stabilität kommen und dein Gegenüber braucht eine Richtung. Ja, er braucht eine Richtung, er braucht eine führende, leitende Hand. Ja, auch von dir natürlich, ne? Vielleicht musst du mal Klartext sprechen, damit er diese Liebe endlich wirklich wahrnehmen kann, ja? Also er weiß das, seine Seele weiß das, es ist ja seine Seelenbotschaft. Die sagt ihm, ja, das ist die wahre Liebe. Liebe mich, ich liebe dich. Ja, so. Da ist ganz viel Leidenschaft zu sehen. Aber so wie es mir scheint, hat er eben auch ein Vaterthema, weswegen er. Ja, sich nicht traut, sich dem eben hinzugeben, ne? weil er das auch nicht kennt, hatte ich ja eben schon mal gesagt. So, jetzt ist hier zu sehen, er ist ein spiritueller Krieger, ja, und er kann aber gar nicht seine, seine Kraft nutzen. Vielleicht ist er Löwe vom Sternzeichen, das kann sein, ne? oder eben ein, ja, ein Feuerzeichen, das passt ja sehr gut, ne? hier, das ist ja auch Feuer. Und auch hier ist der Löwe zu sehen und das kleine Lamm, das Einhorn natürlich. Ja, er braucht ein bisschen Zähmung, ja, also beziehungsweise Ordnung und Strukturierung am besten in seinen Energien, denn er ist schnell auf 180, weil er eben, wie gesagt, nicht weiß, wie er mit so viel Gefühl umgehen kann. Und ähm, er darf auch endlich mal. Seine Position ein bisschen klar machen. Ne? Hier steht ja drauf: Zeige, dass du ein, ein weiser Anführer bist, befehlige das Universum. Ja, ihr könnt die Energien miteinander nutzen, dass ihr ähm, ja euch alles aufbauen könnt, was ihr euch wünscht. Ne? Und das Schöne ist auch, es ähm, erinnert mich ein bisschen an die Kraft vom, aus dem Tarot, ne? das Lämpchen und der. Ähm, Löwe miteinander vereint in Frieden, dass du dein Gegenüber ein bisschen zähmen kannst auch, ne? Dass du genau weißt, wie du ihn oder sie handeln kannst, ja? Weil ihr so sehr seelisch eben verbunden seid und ja, einfach dir, das ist die ganz, ganz große Liebe. Da kann euch also auch keiner reinreden und wenn ihr wie gesagt gerade eine Stagnation, also wirklich ein Stillstand bei euch ist, dann arbeite an dir, an deiner Kraft, an deiner Leidenschaft, an deinem Solarplexus, dass ihr euch wieder verbinden könnt. Und wenn ihr kommuniziert, na, es möchte ja äh, Kontakt auch da kommen, beziehungsweise eine leidenschaftliche ein leidenschaftliches Ereignis. Ihr bekommt die Chance, ihr möchtet die Chance bekommen, dass da eure Beziehung auf die nächste Ebene gehoben werden kann. Ähm, Dafür brauchst du Erkenntnis ein bisschen und eben ein bisschen Ordnung, damit es mehr fließen kann. Aber bei euch ist die absolute Liebe zu sehen. So, jetzt gucken wir mal hier, wenn du diesen Stapel gewählt hast, dann ist folgendes. Ui, okay. Die fünf der Münzen, der kosmische Diamant und neue Liebe, ja. Vielleicht ist auch hier... Ähm, die Situation zu sehen oder die Situation so, dass ihr euch entweder neu ineinander verliebt oder dass du jemand Neues kennenlernst. Ne? Ähm, Heiße die neue Chance zur Liebe, die sich dir jetzt bietet, willkommen. Vielleicht kommt noch jemand anders auf dich zu, wo du ja dann tatsächlich die Wahl hast. Ja? Vielleicht hast du einen Gegenüber. Also deine, deine Seelenpartnerschaft, äh, wo du gerade ein bisschen verzweifelt bist und es kommt noch eine neue Liebe auf dich zu. Darauf, darauf darfst du dich einlassen. Es kann aber auch sein, dass sich deine alte Seelenliebe entweder nochmal meldet und ihr jetzt die Chance habt auf einen Neubeginn. Na, das kann eben auch sein. Also wenn du einen Seelenpartner hast oder eine Beziehung mit einem Herzensmenschen, dann kann es sein, dass. Ja, dass da wieder etwas äh, Liebe, also dass er mit Liebe auf dich zukommt oder dass da etwas Neues geschehen möchte. Ne? So, dann haben wir hier die fünf der Münzen. Das ist natürlich eine Mangelkarte. Da ist, also hier, wenn ich das hier wahrnehme oder vergleiche mit diesem, mit der anderen Seite, also mit dem spirituellen Krieger, und dann habe ich da, also bei dem, bei der linken Seite hier das Gefühl, dass das eine Zwillingsflammenbeziehung ist, ja. Ihr seid schon sehr viel weiter, ihr seid auf Augenhöhe. Und hier, die rechte Seite, ist auch eine Seelenpartnerschaft, natürlich, darum geht es ja heute auch, aber eine Dualseelenpartnerschaft. Hier ist sehr viel mehr äh, kontrovers, Kontroverse zu sehen ähm, und ein bisschen mehr Hindernisse, die so in eurem Weg liegen, aber dennoch eine ganz starke Beziehung, eine starke Liebe, eine Tiefe spirituelle Verbindung, aber wo du auch wirklich sehr viel daran lernen darfst, was dir sehr viel äh, Kummer auch ein bisschen bereitet. Du beißt dir vielleicht an deinem Gegenüber manchmal ein bisschen die Zähne aus. Ne? Also leider muss man das so sehen. Oder sehe ich das hier? Nehme ich das so wahr? Denn das ist eine Mangelkarte. Du fühlst dich immer wieder ausgeschlossen aus seinem Leben. Du hast das Gefühl, er. Ja, wie, er ist irgendwie gar nicht greifbar für dich. Vielleicht stößt er dich immer wieder weg. Vielleicht ziehst du dich zurück und stößt ihn weg. Da ist auf jeden Fall in ihm eine ganz starke Verlustangst zu sehen. Ja, vielleicht ist er Skorpion in seinem, also sein, sein Geburts-, äh, sein Sonnenzeichen, wollte ich sagen. Vielleicht ist er Skorpion, das kann möglich sein. Oder hat ein Erdzeichen. Ähm, bei deinem Gegenüber, also bei dem anderen hier, könnte es eben Feuer gewesen sein, Feuer oder Luft, und hier könnte es tatsächlich Erde oder Wasser sein. Ähm, seine Seele sagt dir, dass er ein bisschen Zeit braucht. Er braucht, ähm, er muss seine Urwunde, die er offensichtlich hat, ja, Verlustängste, Selbstzweifel, das muss unbedingt in Verarbeitung gehen, ja. Er braucht hier ganz viel Hoffnung, ganz viel hoffnungsvolle Energien und ganz viel Schutz auch. Und er bittet dich wirklich, dass du auf ihn wartest. Er bittet dich ein bisschen um Geduld. Hier steht, verbreite Hoffnung und Freude, erhelle die Welt. Er muss eigentlich lernen, ja, ein bisschen positiver zu werden, mehr Lebensfreude wieder eben überhaupt zu bekommen oder daran zu arbeiten, dass er sich ein bisschen mehr ähm, darum kümmert Freude in seinem Leben überhaupt, also für sich selbst auch zu gestalten, ja. So und hier eben die neue Liebe, ja. Das ist eben also eigentlich muss hier ein kompletter Neuanfang her, ne? wenn das hier deine Seite ist, die du gewählt hast, dann möchte ein Neuanfang zwischen euch passieren, wenn denn, ja, wenn denn, wenn dann, ne? genau. Ähm, er daran arbeitet, seine Zweifel auch ein bisschen zu abzulegen, zu besiegen und wieder ein bisschen mehr teilnimmt am Leben. Er hat ein bisschen seine Lebensfreude verloren, vielleicht ist auch irgendwas ähm, geschehen in letzter Zeit in der Familie, was ihn runtergezogen hat, vielleicht ist er da sehr stark involviert. Und vielleicht auch nicht richtig ernst genommen. Ne? Das kann auch sein, dass das damit zu tun hängt. Und deswegen braucht er ein bisschen mehr Schutz, damit das an ihm abprallt, damit er auf sich selbst und seine Herzenergien hören kann. Und dann kann er diese neue Liebe oder überhaupt eure Liebe neu bewerten und fühlen. Ja, ja. so sieht es aus, meine Lieben. Na, das war doch jetzt eine schnelle, kurze Legung. Wenn ich euch unterstützen darf, hier ne, mit einer energetischen Reinigung oder einer Zusammenführung, Partnerrückführung, meldet euch bei mir, meine Lieben. Hier fließt Liebe und da darf energetisch mit der Schöpferkraft gearbeitet werden von mir. Ja? Meldet euch gerne bei mir, meine Lieben. Ja, ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, eure Kartenlegerin Simone. Ich habe euch sehr lieb. Tschüssi, meine Lieben.